kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Letzte Saison hat er noch in Cottbus die Töppen geschnürt. Jetzt hat er sich für den FC Hansa Rostock entschieden. Herzlich willkommen an Bord der Kocke, Christian Bickel. Hallo. Nun bist du ja schon ein paar Tage in Rostock. Wie gefällt dir hier die frische Ostseeluft? Also es ist auf jeden Fall richtig schön hier. Wir fühlen uns auf jeden Fall hier wohl. Aber die Zeit in Cottbus war auch relativ schön, also war sehr schön. Und wir haben viele Freunde auch kennengelernt, die wir jetzt auch natürlich vermissen werden. Und wollen uns halt so schnell wie möglich hier einleben und auch eine Bleibe finden. Die erste richtige Entscheidung hast du ja dann hoffentlich mit der Wahl deines Fußballclubs getroffen. Die zweite stand vor ein paar Tagen auch an und heißt Veronika. Genau. Nee, also wir sind jetzt schon auch seit 6 Jahren zusammen und jetzt haben wir uns halt das Jawort gegeben und freuen uns jetzt auf eine gemeinsame Zeit und wollen natürlich auch eine Familie gründen. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt auch, weil ich war ja in Cottbus auch nur 1,5 Jahre, hoffen natürlich, dass ich jetzt auch ein bisschen hier länger bleiben kann. Heißt du denn jetzt überhaupt noch Bickel oder hat sich der Nachname verändert? Nee. Ist noch geblieben. Also ganz klassisch. Sie hat deinen Namen angenommen. Peter Vollmann, glaube ich, soweit ich mich erinnere, findet verheiratete Spieler auch ganz gut. Der hat mal gesagt, meine ich, die ziehen nicht mehr so um die Häuser. Hat er da so leicht am Telefon Druck ausgeübt oder war schon eine freiwillige Entscheidung von dir? Nee, also es war schon eine freiwillige Entscheidung. Gut, aber Peter Vollmann war schon die entscheidende Komponente mit, dass du dich für den FC Hansa Rostock entschieden hast, oder? Ja, auf jeden Fall. Also er hat mich in den Telefonaten, die wir geführt haben, überzeugt vom Club. Und ja, wie gesagt, es war jetzt auch keine Entscheidung gegen Cottbus, sondern auch für Hansa, für den Verein. Und ich bin einfach froh, jetzt auch hier zu sein und Vollgas zu geben. Und neben Peter Vollmann, sagst du so, der Club war auch so mit die Entscheidungshilfe. Kann man das noch so ein bisschen präzisieren? Was beeindruckt dich so an dem FC Hansa Rostock oder an der Umgebung so generell? Ja, auf jeden Fall das Stadion und auch die Fans. Das ist natürlich auch eine Hausnummer für die dritte Liga und ich freue mich auch auf die Heimspiele schon, weil da wird es bestimmt richtig voll sein und die werden uns nach vorne peitschen und darauf freue ich mich eigentlich schon mit am meisten. Ich glaube ja, deine Frau hat gar nicht so unentscheidenden Anteil mit dran gehabt. Die hat ihre Tante in Schwerin, habe ich gelesen, und sie möchte gerne wieder segeln. Ja, auf jeden Fall. Also das hat sie früher mal gemacht, hat sie mir auch erzählt und wenn das natürlich wieder klappen würde, würde sie sich auch sehr freuen. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob sie ihren Segelschein denn hier erneuern kann. Ja. Zum Fußballerischen, was ist deine Lieblingsspielposition? Ja, also ich spiele gerne im Zentrum, aber ich komme auch sehr, sehr gerne über die Flügel, also links oder rechts ist mir da eigentlich relativ egal. Hauptsache, klar, der Trainer stellt mich auf, egal dann wo. Und Hauptsache offensiv irgendwo. Genau, ja. Rechter Verteidiger oder linker Verteidiger wäre jetzt nicht so mein Ding. Peter Vollmann hat in seinem Einstandsinterview dich verglichen und hat gesagt, der Bickel ist ungefähr so wie der Tobias Jenicke, den wir hier in Rostock noch ganz gut kennen. Nur Christian Bickel, der läuft mehr. Ja, okay, wenn er das gesagt hat, das freut mich natürlich, weil Tobias Jenicke ist natürlich auch, den kennt ja eigentlich fast jeder in Rostock und wenn mich dann jeder kennt und sagt, der Bickel läuft mehr, dann würde mich das natürlich sehr freuen. Im Heimspiel, also gerade zu dieser Laufintensität, habe ich natürlich nachgeguckt, weil da wollte ich ja auch den Cheftrainer mal überprüfen, aber er hat recht. Zum Beispiel im Heimspiel gegen Düsseldorf im letzten Dezember, Top-Laufwert des Spieltages mit 13,2 Kilometer, also viel Laufen scheint dir nichts auszumachen. Nee, also klar, da haben wir leider verloren, aber ich konnte dazu beitragen, dass wir eigentlich ein relativ ordentliches Spiel gemacht haben, hatten leider ein bisschen Pech dann auch. Aber ja, klar, Laufen ist eigentlich kein Problem für mich. Tobi Jenicke hat das Interview übrigens gesehen von Peter Vollmann und seine knurrige Antwort war, na, dann wollen wir mal sehen, wer am Saisonende mehr Tore geschossen hat. Das hört sich nach einer Herausforderung an. Ja, aber die werde ich jetzt nicht so wirklich annehmen. Also da halte ich mich jetzt erstmal zurück und versuche einfach nur, meine Leistung abzurufen und der Mannschaft zu helfen. Okay. Auf welche Spiele freust du dich in der kommenden Saison besonders? Ja, natürlich gegen die Ex-Vereine spielt man natürlich besonders gern. Ich habe ja auch mal bei Regensburg gespielt. Da war ich ja ausgeliehen von SC Freiburg. Und auf das Spiel freue ich mich, auf meinen Heimatverein freue ich mich, Rot-Weiß Erfurt. Und natürlich auf Energie auch. Also es wären auf jeden Fall super Spiele mit einer guten Stimmung auch im Stadion.
Erfurt hast du die Jugend gespielt und die Familie, glaube ich, kommt auch aus Genau, Erfurt. ja. Also meine Eltern kommen jetzt nicht direkt aus Erfurt, sondern Umgebung, aber von meiner Frau, die Eltern kommen aus Erfurt und die Oma und eigentlich alles. Also unsere Freunde wohnen natürlich auch in Erfurt und werde ich bestimmt ein paar Karten besorgen müssen. Wenn die hierher kommen, richtig. Als du in Erfurt B1 gespielt hast, war bei der Profimannschaft unser Ex-Spieler Matthias Holst der Kapitän. Gab es da schon so Überschneidungen? Hat man sich da kennengelernt oder war das viel zu weit weg für einen B-Jugendlichen? Ja, es war leider zu weit weg. Also jetzt ist es ja nicht mehr so. Da werden die B-Jugendspieler ja schon ein bisschen rangeführt, aber bei uns war das leider noch nicht so. Von daher hatte ich leider keinen Kontakt. Wir haben ja nur noch einen anderen Christian mit dazu gekriegt. Gibt es irgendwo auf dem Spielfeld einen Spitznamen, einen Rufnamen, wie die dich rufen? Weil zweimal Christian wäre blöd, wenn sich zwei umdrehen. Ja, das stimmt. Na gut, der Christian Stuff wird Stuffi genannt und mich nennen sie Chris oder halt nehmen meinen Nachnamen. Von daher wird's rufen die Bickel, ja? Ja, genau. Also da wird es keine Verwechslung geben, denke ich. In Cottbus hattest du Rückennummer 37. Wird es die hier auch wieder in Rostock oder hast du schon einen anderen Favoriten? Also ich habe mir jetzt für die 11 entschieden und ja, ich denke, es ist eine gute Nummer und die war frei und dann dachte ich, greife ich zu. Ja, also die 11 ist ja auch immer so, da hat man ja auch einen kleinen Rucksack mitzutragen, da erwarten die Leute dann was. Ne? Und apropos Cottbus nochmal, wir hatten ja hier in Rostock schon eine Saison, die ein bisschen dürftig war, uns nicht ganz zufriedengestellt hat, aber in Cottbus, da lief es ja rein sportlich richtig schlecht. Warum denn das? Ja, also das war halt eine relativ schwierige Saison. Wir hatten halt auch, also wenn man halt unten steht, dann fehlt halt auch ein bisschen das Glück. Und das hat sich dann halt von Spiel zu Spiel gezogen. Von daher konnten wir halt leider die nötigen Punkte dann auch nicht mehr holen. Und so sind wir dann leider abgestiegen. In einem Artikel habe ich gelesen, dass eine deiner Spezialitäten Standards sind, Freistöße. Können wir uns also in der nächsten Saison auch auf Standards von Christian Bickel freuen? Ja, ich denke, das war eigentlich schon immer so ein bisschen meine Spezialität. Und ich hoffe natürlich, dass ich vielleicht ein, zwei Tore vorbereiten kann oder vielleicht auch mal selber eins durch einen direkten Standard machen kann. Das würde mich natürlich sehr freuen. Als Schwäche hast du von dir selber mal bezeichnet, ich habe ein paar Kilos zu wenig. Heißt das jetzt futtern, bis der Arzt kommt? Nee, eigentlich mehr in die Kraftbude und da ein bisschen noch die Gewichte stemmen. Ja. Aber ich denke, habe ich schon ein bisschen aufgeholt. In der Zeit, wo ich zu Freiburg gekommen bin mit 18, hatte ich nur 64 Kilo. Und jetzt habe ich 10 Kilo mehr, also es wird langsam. Ja, du noch 10 Kilo weniger, ja. Ich glaube, das wäre ziemlich dünn dann. drei kurze Fragen zum Abschluss. Wenn du dir die Liga, die dritte Liga, so ein bisschen anschaust, wer sind für dich die Aufstiegsfavoriten nächste Saison? Ja gut, letztes Jahr war es ja auch Münster, Aufstiegsfavorit Nummer 1. Also ich würde da jetzt überhaupt keinen so nennen, weil die Liga ist relativ ausgeglichen. Und ja, ich hoffe, dass wir mit Hansa natürlich eine gute Rolle spielen können. Aber wie gesagt, die Liga ist halt offen und sehr eng beieinander. Also ich denke, dieses Jahr wird es keinen richtigen Aufstiegsaspiranten geben, sondern wird alles sehr eng sein oben. Okay. Zur neuen Saison haben wir drei neue Trikots. Wir haben also, hast ja, das kennst du ja schon, das Heimtrikot, Auswärtstrikot und das gelbe Ausweichtrikot. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was ist denn so dein Geschmack, wo du sagst, du, das ist ein, wäre mein Favorit, das gefällt mir am besten? Also ich finde das Dunkelblaue natürlich sehr schön, aber das gefällt mir auch sehr gut, vor allem, weil da ist praktisch das Symbol mit drauf ist. Aber eigentlich sind alle drei Trikots schön. Vor allem das Gelbe hatte ich ja schon mal an zum Sponsor. Ja. Ja, also mir gefallen eigentlich alle drei gut. Okay, letzte Frage, wer wird Fußball-Weltmeister? Ja, ich denke, dass Deutschland schafft. Also klar, es hieß ja vor der WM, dass sie ein paar Probleme haben, aber man hat ja jetzt gesehen, sie sind gut gestartet und haben jetzt das nötige Selbstvertrauen. Ich denke, die holen das Ding. Gut, machen wir den zweiten Strich schon hier bei Deutschland. Christian, vielen Dank, dass du dir hier Zeit genommen hast und auf eine erfolgreiche Zeit beim FC Hansa Rostock. Ja, danke.